Also ich bin gerade aufgewacht, wie man vielleicht an meinen Haaren sieht. Es ist 5 Uhr, der Hakan ist gerade in die Arbeit gegangen und ich bin mit aufgestanden, weil ich heute so viel erledigen muss. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Deswegen dachte ich mir einfach, ich stehe genauso um 5 Uhr auf und fange auf jeden Fall schon mal an, das Video zu schneiden, weil ich werde den ganzen Tag nicht mehr zu Hause sein. Deswegen, meine Lieben, dass ihr seht mal, wie wichtig ihr seid. Ich stehe nur für euch um 5 Uhr auf, dass ich dieses Video schneiden kann, was mich jetzt extrem aufregt. Aber nichtsdestotrotz muss ich jetzt trotzdem anfangen, damit ich auch schnellstmöglich fertig werde. So, meine Lieben, mein Kaffee ist jetzt auch bereit. Oh, jetzt kann im Video schneiden nichts mehr im Weg stehen. Also ich habe jetzt das Video fertig geschnitten. Mein Kaffee ist auch leer. Und ich muss mich jetzt ganz schnell fertig machen, weil ich muss jetzt los. Es ist schon 6.47 Uhr. Ich hatte ein bisschen Probleme mit dem Videoschneiden. Irgendwie läuft es halt gar nichts und das nervt mich. Das nervt mich so extrem. Entweder geht die Kamera nicht oder der Laptop geht nicht. Dann ist der Akku leer und keine Ahnung. Also ich hatte gerade richtig zu kämpfen. Deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen spät dran. Eigentlich wollte ich um 7 Uhr schon losgehen. Ich habe aber nur noch 10 Minuten, um mich fertig zu machen. Deswegen beeile ich mich jetzt. Und also ich bin jetzt fertig, gehe jetzt los. Ich muss mich jetzt auch wie immer beeilen, weil ich muss nämlich schon wieder ins Konsulat, weil mein Pass ist jetzt da. Jetzt hole ich endlich meinen Pass ab. Dann habe ich es endlich geschafft. So Leute, endlich. Ich habe meinen Pass. Ich heiße jetzt ganz offiziell so wie der Hakan. Endlich, nur wegen dem bin ich jetzt 2 Stunden hergefahren. Das war so viel Verkehr. Ich bin fix und fertig, Leute. Ja, es ist jetzt mittlerweile schon 9 Uhr. Ich fahre jetzt wieder nach Augsburg zurück und dann muss ich noch ein paar Sachen auf dem Amt erledigen, eben noch wegen dem Pass. Und dann habe ich was ganz Cooles vor, aber ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden. Ich bin jetzt endlich zu Hause angekommen. Es ist 12 Uhr, Leute. Es ist 12 Uhr. Ich kann es nicht glauben. Ich bin seit 7 Uhr unterwegs. Nur am Autofahren. Ich glaube, ich fahre die nächsten 2 Wochen kein Auto mehr. Ich ziehe mich jetzt erstmal aus. Und dann kommt Hakans Geschenk. Ich freue mich schon, weil ich weiß, dass er sich richtig freuen wird. So, meine Lieben, ich habe jetzt überall aufgeräumt. Es ist wieder überall blitzeblanke sauber. Und jetzt komme ich zu Hakans Geschenk. Es ist nämlich schon 1 Uhr. Oh Gott, der kommt gleich. Ich muss mich beeilen. Also, ich habe hier erstmal LED-Lichternetz. Und zwar war es Hakans größter Wunsch, schon bevor wir in diese Wohnung gezogen sind, diese Weltkarte mit Lichtern, beziehungsweise also um die Kontinente mit so einer LED-Lichterkette zu beleuchten. War das jetzt Deutsch? Ich glaube schon. Also er wollte eigentlich schon so eine beleuchtete Karte kaufen, die war aber so teuer und ich habe ihm versprochen, dass wir das irgendwann mal machen. Aber wir sind natürlich nie dazu gekommen. Und ich dachte mir, das ist jetzt die perfekte Gelegenheit, um ihn zu überraschen. Also ich muss jetzt basteln. Ich hasse es zu basteln, aber ich gebe mein Bestes für meinen Schatz und mal schauen, was dabei rauskommt. Ich darf das Bild nicht versauen. Also, ich muss jetzt mal die Kamera irgendwo abstellen. Also Leute, ich habe hier jetzt das Bild und die LED-Kette. Jetzt muss ich einfach nur die Leinwand durchbohren und die Lichter dann durchstecken. Ich hab's gleich geschafft, Leute. Ich bin fix und fertig hier. Ohne Witz, ich tue jetzt die ganzen Kontinente umranden.
So Leute, ich bin jetzt endlich fertig. Oh Mann, Hakan kommt bestimmt gleich. Jetzt muss ich nur noch hier durch die Löcher die Lichterkette durchstecken. Hoffentlich sieht's gut aus, sonst bringt er mich um. Also, hier muss ich jetzt... Scheiße, es hat geklingelt. Er ist schon da. Was ist los? Ich wollte dich überraschen, aber wieso bist du schon da? Wie? Was hätte ich machen sollen? Wieso bist du schon da? Oh Mann, voll fake, ganz ehrlich. Wieso, was machst du denn? Ich wollte schon den Bilderrahmen fertig machen. Ach so, was hast du gemacht? Ja, ich habe die ganzen Löcher schon mal gemacht, schau. Hey, cool. Aber ich habe es nicht mehr geschafft, die Lichterkette hinzumachen. Ey, geil. Schau mal, das sieht so schon geil aus, wenn das Licht durchschimmert, wie geil das aussieht. Gell? Ja. Oh Mann, egal, dann müssen wir es morgen fertig machen. Okay, Schatz, dann machen wir es morgen. Cool, Schatzi, natürlich, dass du dir Mühe gegeben hast. Ich zeige euch dann einfach morgen, wie es fertig aussieht. Wir haben jetzt aber noch so viel zu tun. Ich schalte jetzt die Kamera mal ab. Wir werden wahrscheinlich jetzt essen. Und bleibt auf jeden Fall dran, weil am Ende vom Tag gibt es hier wieder die Verlosung. Ihr seht schon, der Hakan liegt auf der Couch. Ich lege mich jetzt ein bisschen dazu. Ich bin nämlich fix und fertig. Wir sind beide heute... Standard nach. Ja, ich bin heute auch um 5 aufgestanden. Der Hakan sogar ein bisschen vorher. Wir ruhen uns jetzt ein bisschen aus und dann geht es aber auch schon weiter. Keine Sorge. Leute, wir haben voll verschlafen. Eigentlich wollten wir uns nur ein bisschen hinschillen, fernsehen. Aber wir sind beide eingeschlafen. Der Hakan schläft sogar immer noch. Es ist jetzt mittlerweile 6 Uhr. Ja, der Hakan will alles auf morgen verschieben. Aber ich will es jetzt endlich hinter mich bringen. Deswegen muss ich den Hakan jetzt wecken. Gell, schon? Ja, also wenn ich ihn dann endlich mal aufgeweckt habe, dann können wir los. Komm jetzt, Schatz! Da will mir mal einer sagen, Frauen brauchen länger. Leute, wir haben ein Riesenproblem. Wir haben ein Bild gekauft. Es ist einfach so riesig. Schaut mal. Da müssen wir vorsichtig sein, dann machen wir uns. Und wir kriegen es jetzt nicht ins Auto rein, weil mein Auto so winzig ist. Passt jetzt dann. Wow. Ja, und jetzt? Das passt nicht, Schatz. Das geht nicht. So, Leute. Der Hakan fährt jetzt. Und ich bin mit dem Bild hier alleine. Es ist einfach so riesig. Es ist fast so groß wie ich. Und der holt jetzt schnell, Gott sei Dank wohnen die Eltern hier in der Nähe, der holt jetzt schnell das Auto von seinen Eltern, weil das Auto ist viel größer, meins ist ja winzig klein. Und dann hoffe ich, dass das Bild reinpasst und ich hoffe, er kommt schnell, weil auf dem Parkplatz ist langsam immer düsterer. Ja. Da ist er! Wir haben es jetzt endlich nach Hause geschafft. Schau mal, was für ein cooles Bild wir gekauft haben. Ich häng dieses kleine steht zwar auf dem Kopf. Es steht auf dem Kopf. Geh mal weg, Schatz, du bist im Bild. Es steht zwar auf dem Kopf, aber es sieht richtig cool aus. Ich tue jetzt Essen vorbereiten, weil wir haben wieder voll Hunger. Und Hakan hängt das Bild auf. Wie findet ihr das Bild? Ich finde, das schaut richtig fit aus. So auf die weiße Wand mit schwarzem Rahmen, so das Bild macht einen richtig geilen Kontrast und schaut einfach nur geil aus, der Elefant. Die begleitet uns jetzt jede Nacht. Stimmt, Schatz? Schatzi? Ja?
Der Elefant, der gehört hier zu uns, der begleitet sich jeden Tag. Jetzt gibt's eine Runde Bismarck-Hering bzw. Rollmops. So, wir haben jetzt genug für heute gemacht. Das Bild habt ihr ja auch schon gesehen, was mein Schatz aufgehangen hat. Hakan hat sich schon umgezogen. Ich ziehe mir jetzt auch was Bequemes an und dann gebe ich euch euer Geschenk. Good night, sleep. So, meine Lieben, also heute haben wir das für euch als Geschenk. Ich bin gespannt, was der Hakan jetzt hier verpackt hat. Ich ahne es schon. Ein Mauspad. Also wir haben ja schon mal ein Mauspad verlost und die, wo traurig sind, dass sie damals keins bekommen haben. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, dieses Mauspad nochmal zu gewinnen. Wir haben die Sachen, die wir ziemlich nützlich und schön fanden, ein paar Mal bestellt, damit ihr mehr von den Sachen habt. Deswegen seid nicht traurig, vielleicht kommt ihr die eine oder andere Sache nochmal, die ihr leider nicht gewinnen konntet. Heute, wie gesagt, ist dieses Mauspad dran. Alle, die dieses Mauspad gewinnen wollen, müssen nur eins machen, unseren Kanal abonnieren und das Video kommentieren, dass sie dieses Mauspad haben wollen. Das war's schon. Und natürlich einen Daumen geben. Ja, meine Lieben, das war's mit dem Video heute. Ich bin schon fix und fertig. Ich bin schon seit 5 Uhr morgens wach. Wir sehen uns einfach morgen zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.